Guten Morgen, liebe Community. Ich habe jetzt total oft schon Nachfragen bekommen, wie diese ganzen Symbole hier bei mir angezeigt werden. Jetzt dachte ich mir, mache ich einfach mal kurz ein Small-Video. Das läuft alles über WeakAura. Die kann man sich ganz einfach selber bauen. Da muss man gar nicht Hexen für können. Das ist keine große Sache. Wenn ihr WeakAura drauf habt, meine Version ist die 2.11.3. Ich glaube, die ist aktuell, die habe ich geupdatet über den Twitch-Updater. Dann geht ihr hier oben auf Vorlagen verwenden. Und dann zeigt ihr euch neue Möglichkeiten an. Da geht ihr auf Symbole. Wie gesagt, ich mache alles standardmäßig so schlicht und einfach wie möglich. Die dienen ja nicht reinweg nur als als Information, dienen die ja für mich und nicht als irgendwelche Gadget. Drückt auf Standard. Und dann habt ihr hier Buffs. Ja. Ganz klar, Abstieg in den Wahnsinn. Macht wohl 10 Stärke etc. Die könnt ihr euch alle anzeigen lassen. Zum Beispiel auch Vampirbarock. Über ich die ganze Zeit, ob ich das heute reinnehme. Oh, bin gerade jetzt so viel Stand überleid. Debuffs habt ihr euren Gedankenschinden, Gedankenschmerz, Vampirberührung. Stilleffekt, weiß ich nicht, ob ihr den braucht. Gedankenexplosion braucht ihr eigentlich auch nicht. Und Abilities. Schattengeist. Schattengeschoss. Ja, da guckt die quasi einfach durch. Wir nehmen jetzt einfach mal, weil die Frage sehr auf die Kommen ist, macht Wort, Schattenwort Schmerz. Da drückt ihr drauf, dann fragt ihr euch, hey, wie willst du die ganze Suppe angezeigt bekommen haben? Für diejenigen, die von euch Englisch können, sehen das dann sehr gut. Für diejenigen, die es nicht können, der untere ist es. Dann habt ihr hier den Timer von dem neuen Icon. Ich mache das mit Absicht jetzt mal schön groß, ja, dass ihr das seht. Dann seht ihr, dass dieser Schatten immer durchläuft als Abklingtimer. Wem das nicht genug ist, der drückt hier unten Anzeige auf Text 2, dann läuft dann noch die Zeit mit drin. Mehr ist es nicht. Das könnt ihr mit Vampirberührung machen, könnt ihr mit Schattenwort Schmerz machen, das könnt ihr mit allen machen, die quasi ja euch in den Sinn kommen. Und dann kann man das ganze Ding halt so anzeigen lassen, dass es permanenter ist, dass es euch auf die Eier geht. Ja, oder halt im Kampf ankommt. Wollt ihr das Ding im Kampf haben, ja, dann ist es von denen nicht der untere, sondern der mittlere. Zack, habt ihr ein neues Icon, könnt ihr wieder schön groß machen. Setzen wir jetzt mal dahin. Warum zeigt er das jetzt nicht Outfight? Was ist da los? Da habt ihr wieder den typischen Vorführeffekt. Man sollte vielleicht doch lesen. Also neu. Seht ihr, bei mir klappt das auch nicht immer. Ja, alles klar. Es ist der erste, der euch fragt, hey, wollt ihr das Ding wirklich nur angezeigt bekommen, wenn ihr quasi das Target gedebufft habt? Ja. Wollen wir. Jetzt ist es weg, jetzt seht ihr es. Zack, ist es da. Ja. Und das könnt ihr halt mit Vampirberührung genauso machen. Neu, zack, zack, zack. Debuffs und dann habt ihr hier Vampirberührung. Und dann habt ihr den hier auch. Oh, zack, da ist er. Dann könnt ihr halt wieder in der WeakAura, wenn ihr auf Text 2 geht, die Zeit wieder anzeigen lassen. Und dann habt ihr es auch wieder da. Das ist alles kein Hexenwerk. So könnt ihr euch quasi den ganzen Bildschirm vollpflastern. Das ist echt eine mega schöne Sache und hilft euch wirklich beim Uptime eurer also beim Resetzen eurer Debuffs, eurer Dots. Also von daher, jetzt wisst ihr, wie das geht. Das könnt ihr mit
Leerwolf, Jungwahl, mit eurem Lernblitz wollte ich euch auch empfehlen. Ein Schattengeist braucht ihr nicht zwingend notwendig. Hatte ich gemacht, ihr habt, aber ist Blödsinn, weil der hat ja sowieso einen 3 Minuten Cooldown. Ja, das war's schon. Peace.